Wahrscheinlich kommen die uns auch alle gleich hinterhergerannt und metzeln uns von hinten wieder. Absoluter Hardcore-Baum. Mitgefrieren. Wir können immer noch nicht zaubern. Aber das war's dann für die Ecke hier wohl auch. Insofern können uns die Krabben jetzt egal sein, kann uns der Baum egal sein. Das ist eine Leiche. Oben links und links an die Leiter. War die da gerade auch schon? Habe ich hier wirklich gerade was? Okay, gehen wir da hoch. Eine lange Leiter. Es fehlt eigentlich nur noch, dass uns der Bogenschütze von hinten in den Rücken schießt. Jo, ich schätze mal, jetzt kommen wir an der Hängebrücke auf der anderen Seite da raus, ne? Oder auch nicht? Könnte nur hochnehmen. Titanitscholle, okay. Tun wir doch. Andererseits eine Etage höher. Ich glaube, so langsam können wir mal eine benutzen, irgendwie, um unsere Axt aufzuwerten, ne? Okay. Da oben bei der Tour. Hier sind wir auch schon hergekommen. Da vorne ist die Leiter. Das Witzige ist, wir kommen jetzt auch nicht mehr zurück. Ne? So, jetzt könnten wir wieder da lang. Oder zum Leuchtfeuer und wieder runter. Aber eigentlich wollen wir zum Leuchtfeuer und wieder runter, ne? Ja. Jetzt gucken wir uns mal die große Arena an und lassen uns überraschen, was da kommt. Den Weg über den Baum, den klemmen wir uns jetzt auf. Weil da oben war ja ein Leuchtfeuer. Na, die Tür ging nicht kaputt.
hier falsch hören, kriegen wir wahrscheinlich auch wieder nur zu hören, dass wir uns verziehen sollen. Ja, wir gehören hier nicht hin. Oh. Okay. ich möchte nicht wissen, wie oft ich da schon dran vorbeigelaufen bin. Ein Atelier. Also wenn ihr mich irgendwie hier komisch vor irgendwelchen Wänden in Rollen seht, liegt das meistens daran, dass es in dem Spiel hier versteckte Geheimgänge gibt, die man entweder durch Draufschlagen oder durch Vorrollen entdecken kann. Und auf einmal die Wand nur eine Illusion ist. Oh. Okay. Hier malt wohl irgendwer die Welt oder die Welt neu. Das Fenster. Ansonsten scheint hier oben erstmal nichts zu sein. Hier wird sich wahrscheinlich hinterher irgendwann nochmal so ein NPC befinden. Okay, und ab zurück nach unten. Blumen sind auch immer irgendwie ein Anzeichen für irgendwas Fieses. Zumindest in Dark Souls. Ja, und hier kommt auch viel zu lange irgendwie nichts. Da steht einer. Das kann nur sein. Aber selbst ohne Hose kannst du mich fertig machen. Das sieht bis jetzt ja noch alles ziemlich machbar aus, aber das wird es nicht gewesen sein. Turm. Ah, man kann
den Wolf da vorne schon sitzen sehen. Der Meister Grafhüter. Schlecht, das ist eine Schildattacke. Ausdauer ist tatsächlich gerade ein richtiges Problem. Und abgestürzt. So, ich weiß nicht, warum es das tut, aber von Zeit zu Zeit irgendwie macht sich einfach die Dark Souls-Hexe zu. Okay, wir sind am Leuchtfeuer. Also wir hatten gerade gegen den Boss gekämpft. Wir sind am Leuchtfeuer und haben keine Seele. Großartig. Jo. Ah, tot müssen wir dann natürlich irgendwie auch sein, weil der Balken noch relativ kurz ist. Das ist echt ärgerlich. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Irgendwie schon diverse Einstellungen versucht. Auf ein neues. Thank you.
Okay. Sehr auch zu einfach. Ah. Na gut. Ziehen wir uns mal die Blut rein. Und versuchen das nochmal. Und hoffen, dass das Spiel dabei nicht abstürzt. Schönen guten Tag, wir sind wieder da. Okay, das könnte doch interessanter werden, als es einem vorkommt.
Vielleicht bleibt man bei dem Wolf auch in der Mitte hinter diesen Zellen. Theoretisch sollte das schon irgendwie machbar sein. Thank you.
What's up? Heldenknochen und Nobelherz. Okay, das war jetzt irgendwie doch einfacher als erwartet.